ja, Japan auf dem Weg nach vorne im Eiskunstlaufen, auch der Männer. Denken wir an den Grand Prix-Wettbewerb zum Saisonauftakt Skate America. Drei japanische Läufer vorne. Jetzt nach dem Kurzprogramm auch zwei Japaner in Führung liegend, nämlich Takahashi und er auf Platz 2, Tatsuki Machida. Schnell der Abstand der beiden. Na, das war nicht so viel. 1,3 Punkte. Der Feuervogel von Igor Strawinski. Das wäre auch mein Tipp gewesen, wenn man das Kostüm sieht. Genau. Auftakt, dreifacher Achsel. Ah, schade. Der vierfache, den hat er einfach noch nicht so sicher drauf wie andere, muss ihn aber hier riskieren, um ganz vorne mit dabei zu sein. Thank you.
Tja, das war durchaus eine feurige Angelegenheit von Tatsuki Machida, der zum Saisonauftakt bei Skate America hinter seinen Kollegen Kusuka und Hanyu Dritter geworden war und der durchaus den Eindruck hinterlässt hier, dass er kämpfen möchte. Auch was die Reihenfolge und die Besetzungen in Japan betrifft. Absolut. Ja, also denn, das war stark. Also er hat sicherlich noch eine kleine Chance ins Grand Prix-Finale zu kommen. Das ist der erste Schritt. Was die Qualifikation für die Weltmeisterschaft anbetrifft, wird es extrem schwer. Denn da dürfen wirklich nur drei Japaner hin ins Grand Prix-Finale. Können theoretisch sechs, wenn sie die meisten Punkte haben. Wird nicht funktionieren, aber vier Japaner im Grand Prix-Finale kann ich mir durchaus schon vorstellen. Das ist durchaus möglich, genauso ist es. Der Oda kommt ja auch noch dazu, der ist ja Dritter geworden bei Sky Canada. Mura wird am wenigsten Chancen haben, eigentlich keine. Aber Machida, Takahashi, Oda, Hanyu, Kusuka, also das ist eine Streitmacht, ist das ja, was die Japaner hier im Eiskunstlaufen bei den Männern zu bieten haben. Hat da keine deutsche Vorfahren, irgendwie. Müssen wir mal Ahnenforschung betreiben. Ja, man muss sich vorstellen, einer von den genannten, man glaubt ja nicht, dass das Takahashi treffen wird, aber einer wie Machida möglicherweise, vielleicht auch Oda, wer weiß das schon, die werden wir bei der Weltmeisterschaft nicht sehen. Ja, ja. So für ihn wäre es sowieso, wenn er die WM erreichen würde, eine Premiere dann. Der 22-Jährige war bei solchen großen Veranstaltungen, abgesehen von den sogenannten vier Continental-Meisterschaften, dem Pendant zu den Europameisterschaften, für Japan noch nicht im Einsatz. Um 153 Punkte, das ist nah an der Wertung von Skate America, also beständig ist er. Ja, also das ist eine ganz solide Angelegenheit. Er hat seinen Teil erledigt.